Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber heute werde ich euch die ganz beliebte Frage beantworten und zwar, wie haben eigentlich meine Eltern auf die Schwangerschaft reagiert? Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen mit euch und ich habe das immer so ein bisschen geheim gehalten. Aber heute in diesem Video geht es genau darum, wie haben meine Eltern eigentlich auf die Schwangerschaft reagiert und wie haben Felix Eltern auf die Schwangerschaft reagiert, beziehungsweise Felix Familie allgemein. Wie reagieren die oder wie haben sie reagiert auf die Schwangerschaft? Und wie habe ich es denen vor allem erzählt? Das ist ja auch immer so eine Sache. Wie haben wir es denen erzählt? Wie haben wir das so ein bisschen verschmückt sozusagen? Und alles nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit meiner Familie an. Denn, meine Familie, die ist bei sowas, ich bin eigentlich mit keiner Erwartung da reingegangen. Also ich habe das zuerst meiner großen Schwester erzählt. Nee, zuerst habe ich es meiner kleinen Schwester erzählt. Das war sogar direkt am Tag nach dem positiven Test, also wirklich richtig früh, da waren wir noch in der fünften Woche, habe ich es ihr schon erzählt. Ich habe einfach eine Verbindung zu ihr, die habe ich zu niemand anderen und deswegen habe ich es ihr einfach erzählt. Und zwar auch einfach nur raus. Ich habe gesagt, Maldi, ich glaube, ich bin schwanger. Und ja, dann war sie auch schon voll Feuer und Flamme dafür. Und ich habe sie einfach prall raus gesagt, habe ihr dann die Tests gezeigt und alles. Und als nächstes hat es dann meine große Schwester und ihre Frau erfahren. Das haben wir, glaube ich, 2 Wochen später gemacht. Und da haben wir eine kleine Kiste gebaut. Das seht ihr auch in dem Wir sind schwanger Video ganz am Ende. Da habe ich euch das nochmal gezeigt, wie wir das so zusammengebaut haben. Da könnt ihr nochmal vorbeischauen, wenn ihr nicht mehr ganz genau wisst, wie wir das so gemacht haben. Da haben wir so eine kleine Kiste genommen und da habe ich Babysocken reingetan, einen positiven Schwangerschaftstest, habe das dann alles schön verpackt mit einer Karte oben drauf und dann haben die das sozusagen ausgepackt. Das heißt, wir sind zu denen hingefahren und haben uns auf den Balkon gesetzt und dann haben die ja, das ausgepackt, erst die Karte gelesen, dann wussten die natürlich direkt Bescheid und dann den Test und dann ging es auch schon los mit Umarmungen und herzlichen Glückwunsch und so. Jetzt zu der Reaktion der beiden, die war gut. Der erste Satz, ich hab's mir schon gedacht und irgendwann wird's ja kommen. Das war so die ersten Worte, aber sie haben sich auch direkt gefreut. Also meine Schwester ist ja sowieso für Babys und so total zu begeistern. Und deswegen war sie da auch schon direkt begeistert. Natürlich mit so einem kleinen, schaffen die das im Hintergrund, aber halt direkt auch richtig positiv und Feuer und Flamme für mich und das Baby. Ihre Frau auch, also da weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll. Aber da kam auch absolut nichts Negatives. Die haben uns einfach beide umarmt und sich einfach richtig mit uns gefreut. Das war richtig schön. Dann kommt zu meinen Eltern. Das war für mich am schwersten. Wir haben einen Termin ausgemacht. Da ist meine große Schwester dann mit ihrer Frau zu uns gekommen. Und dann haben wir gegrillt hier draußen bei uns. Wir haben so einen kleinen Grillabend gemacht. Und dann wollten wir am Ende ein Familienfoto machen. So, ihr kennt das ja meistens, wie man solche Nachrichten überbringt und zwar mit einem Familienfoto und dann alle Cheese und dann alle Maggie ist schwanger und dann, ja, so haben wir das denen übermittelt sozusagen, also mit einem Familienfoto und dann habe meine Schwester einfach gesagt, Maggie ist schwanger. Ganz lustig war, meine Mutter hat es nicht verstanden. Meine Mutter dachte die ganze Zeit, meine große Schwester ist schwanger, weil die wünschen sich auch schon so lange ein Kind. Und meine Mutter dachte deswegen, dass meine große Schwester schwanger ist. So, das hat sie auch die ganze Zeit geglaubt, bis wir sie ihn aufgeklärt haben. Mein Papa ist nicht so positiv gewesen. Also ich kenne ihn eigentlich immer so, dass er erst recht, was mich angeht, immer auf meiner Seite steht und alles unterstützt, was ich mache. Aber er war wie ins kalte Wasser geworfen. Ich will ihn jetzt nicht schlecht darstellen, ich liebe meine Familie und er ist auch im Moment, freut er sich viel, viel mehr als jeder andere über das Kind. Und
Zu dem Zeitpunkt war er aber wie ins kalte Wasser geschmissen. Er wusste nicht wirklich, wie soll er reagieren, was soll er davon halten, aber er wusste auch direkt, worum es geht. Also er war wirklich wie ins kalte Wasser geschmissen und hat dementsprechend reagiert. So, und jetzt ist er einfach Feuer und Flamme, wirklich. Er freut sich richtig. Er, glaube ich, hätte das Kind lieber gestern als morgen. Und genau, dann geht's weiter mit meinen Geschwistern. Mein kleiner Bruder war dabei. Der hat es irgendwie am Anfang auch nicht so verstanden. Und hat es irgendwie nicht so ganz gerafft, dass ich wirklich ein echtes Kind erwarte. Aber jetzt ist er auch so total begeistert, will unbedingt Patenonkel werden. Und ja, freut sich einfach total. Er geht auch mit meiner kleinen Nichte total gut um. Wir haben ihr beide zusammen das Laufen beigebracht. Also uns beide auf den Boden gesetzt und sie ist dann immer von ihm zu mir gelaufen, von mir zu ihm gelaufen, und dadurch hat er sozusagen das Laufen erlernt. Und klar, die Babys erlernen das alleine, aber wir haben das eben sozusagen ein bisschen unterstützt, indem wir ihr das sozusagen so ein bisschen, ja, erleichtert haben. So, und da geht er immer total auf, wenn wir dann mit der kleinen Maus so ein bisschen laufen und so. Und letztes Mal waren wir wieder bei dem zu Besuch, weil meine Schwester ein zweites Kind bekommen hat. Und da sind wir auch schon richtig aufgeblüht, wir beide mit der kleinen Maus. Und deswegen glaube ich, dass er auch so richtig mit meinem Baby dann aufblühen wird und sich richtig freuen wird. Er ist auch ganz vorsichtig und er hat sich eigentlich auch gefreut. Ja, da kam eigentlich nichts Negatives. So, meine mittlere Schwester, wir haben kein gutes Verhältnis, sagen wir es mal so. Also ich habe die Macht übers WLAN und deswegen mag sie mich nicht. Weil, ja, es gibt einfach gewisse WLAN-Zeiten bei uns, aber über die Erziehung meiner Eltern will ich gar nicht sprechen. Und das gefällt ihr gar nicht, weil, ja, sie hätte gerne den ganzen Tag WLAN, aber es gibt halt, wie gesagt, WLAN-Zeiten bei uns, was ich auch sehr gut finde. Und deswegen ist sie auch eher so ein bisschen pisst auf mich, was mein Baby betrifft, aber ich sehe das Ganze ganz locker. Ich glaube, wenn es da ist, dann wird sie da auch ein bisschen mehr Mitgefühl haben, aber sie ist gerade in der Pubertät, was soll man da erwarten? Also da ist wirklich, ja, wir waren alle mal in der Pubertät. Geht's eigentlich zu Felix Familie? Switchen wir einfach mal rüber zu Felix Familie. Da war das eigentlich so, dass wir es erst den Eltern erzählt haben. Das haben wir relativ spät gemacht, und zwar um die 9., 10. Woche rum, 9. Woche, glaube ich. Also nach dem ersten Frauenarzttermin auf jeden Fall. So, da wollten wir nämlich nicht die Pferde scheu machen und am Ende ist es ein Windei oder so. Also da wollten wir wirklich auf die Bestätigung des Arztes warten und das erste Ultraschallbild. Also Felix wollte denen einfach das Ultraschallbild überreichen und dann ist die Sache gegessen für ihn, hat er gesagt. So haben wir es im Endeffekt auch gemacht. Wir haben auf den ersten Ultraschalltermin gewartet. Der war super und sind dann, ich glaube, das Wochenende, also am Freitag hatten wir den Termin, am Sonntag waren wir da und haben es ihnen eben erzählt. Dann haben wir einfach gesagt, wir müssen nachher noch mit euch reden, und dann haben wir ganz normal gegessen. Wir haben schön gegrillt davor mit schönem Roastbeef und so frisch vom Weber-Grill. Und dann hat er einfach das Ultraschallbild übergeben. Dann wussten wir auch schon Bescheid und dann haben sie sich auch gefreut. Ja, viele Worte kamen nicht, weil die halt eher so im Kopf, oh, er ist noch so jung und er muss seine Ausbildung noch machen und warum denn jetzt? Das hatten die so im Kopf, das hat man gesehen. Und das haben sie ihnen auch öfter schon gesagt, dass, oh, ihr seid noch so jung und warum denn jetzt? Aber im Endeffekt haben die sich ja doch auch gefreut, und dann so eine Stunde später, wo wir dann eine Stunde über das Baby gequatscht haben, eine Stunde später kam dann auch schon: Ja, wir nehmen das dann auch mal mit nach Teneriffa und so. Und dann kommt es mit in den Urlaub. Und das haben die mich damals immer mit Felix gemacht. Als Felix noch ein Kind war, die fahren jedes Jahr nach Teneriffa. Und die haben halt dann gesagt, ja, nehmen wir das Kind auch nochmal mit. Und dann freut es sich voll. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann spielt es hier im Garten. Die haben einen ganz großen Garten. Es spielt es hier im Garten und ruft die ganze Zeit Oma und Opa, kommt mal mitspielen. Und dann haben die auch gelacht und haben sich voll gefreut. Also da freuen die sich, glaube ich, auch, so einen kleinen Erdenbürger zu haben. Dann als, ja, als Kleinenkel. Oder Enkelin, wer weiß.
Dann war das sozusagen Felix' Seite, also seine Eltern. Seine Oma und seine Tante sind da noch, die, ja, da war uns schon sehr bange bei den beiden. Also mit seiner Tante habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir, ja, kommen sehr gut miteinander aus. Wir bekamen von Anfang an, kamen wir sehr gut miteinander aus. Wir waren, ja, würde ich sagen, befreundet, aber wie man halt mit der Tante seines Freundes irgendwie zurechtkommt. Also wir kamen wirklich sehr gut miteinander zurecht, umarmen uns immer, wenn wir uns sehen, quatschen richtig viel. Also das lief richtig gut und ich habe auch gedacht, sie versteht das. So, nun ist es so, dass Felix' Eltern das den beiden gesagt haben, also Felix' Oma und seiner Tante, denen wurde es von Felix' Eltern gesagt. Das hätte einfach nicht anders gepasst, weil die alle im gleichen Betrieb arbeiten. So, und das, ich glaube nicht, dass Felix' Vater seinen Mund hätte halten können. Und es hätten die sowieso erfahren und wir hätten gar nicht so schnell reagieren können. So, deswegen haben wir gesagt und hat auch Felix' Vater vorgeschlagen, dass er das den beiden beibringt, sozusagen. Und jetzt waren wir vor kurzem da im Laden, also in dem Familienbetrieb von Felix' Familie und mussten bedauerlicherweise feststellen, dass seine Tante nicht mehr das gute Verhältnis zu mir hat. Sie, also ich habe sie dann seit dem Zeitpunkt das erste Mal wieder gesehen. Sie kam zu mir, hat mich einfach umarmt, ist wieder gegangen. Ohne ein Wort. Also sie hat nur zu Felix kurz Hallo gesagt und ist dann wieder gegangen. Ja, das trifft mich sehr, weil wir, wie gesagt, ein sehr gutes Verhältnis hatten. Aber ich glaube, dass es einfach der Anfangsschock noch ist. Das ist einfach dieses verdammt, der kriegt ein Kind. So, ich glaube, das ist einfach noch der Schock und das, da muss jetzt einfach ein bisschen Gras drüber wachsen. Und ich glaube, wenn man dann nochmal drüber redet, dann wird es auch wieder. Vielleicht war es auch einfach das Problem, dass man das nicht selber persönlich gesagt hat. Aber nun ist es so und so schlimm war es ja auch nicht. Schlimm finde ich es von seiner Oma. Sie ist natürlich, wie man es von einer Oma kennt, älter. Also ich möchte nicht sagen, sie ist alt, aber sie ist halt eben schon ein bisschen älter. Ich glaube, sie ist schon um die 70 rum. Und in der Zeit damals, als sie in unserem Alter war, war es einfach nicht normal. So, das ist eine ganz andere Generation. Und das haben meine Eltern auch gesagt, als wir denen erzählt haben, wie die reagiert haben. Das ist einfach eine ganz andere Generation. Da kennt man das nicht, mit 18 ein Kind zu bekommen. Da ist das noch die Schande. Und so reagiert sie eben auch. Also sie, ja, ich finde das wirklich schlimm. Und ich mochte sie eigentlich immer ganz gern. Also sie war halt einfach die Oma von meinem Freund. Ich kam gut mit ihr aus. Sie hat halt eine andere Perspektive vom Leben als ich. Ihr gefällt, glaube ich, nicht so mein Werdegang. Aber das ist ja eben meine Sache. So, wir kamen damit beide ganz gut zurecht und an Feiern von der Familie haben wir immer, ja, gut miteinander gequatscht. Aber sie ist halt eben eine Oma. So. Und deswegen habe ich auch einfach nicht so viel mit ihr zu tun, auch so, wenn wir halt eben zu Besuch sind oder so. Ja, jetzt waren wir das letzte Mal im Laden und dann hat sie einfach gesagt, ohne irgendein anderes Wort, das habt ihr euch aber auch leichter vorgestellt, oder? Ja. Und Maggie fährt da ganz schnell aus der Haut, weil ich mir sowas einfach gar nicht gefallen lasse. So. Ich habe kackfrech zu ihr gesagt, und das gebe ich auch einfach zu, und das sage ich hier auch im Internet. Nein, ich habe mir das nicht leichter vorgestellt. Und dann hat sie gesagt, ach wirklich? Und dann sind wir gegangen. Weil ich finde das einfach wirklich unter aller Sau, dass sie schon jetzt davon ausgeht, dass wir das nicht auf die Reihe bekommen. Und es ist einfach, ich könnte jetzt schon wieder komplett austicken, sage ich mal. Aber ja, das war einfach so ihre Reaktion dazu. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Aber ihr könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gedacht hättet, also wie meine Familie und so reagiert hätten, also ohne dass ihr jetzt meine Seite hier gehört habt, wie die alle reagiert haben, aber ihr könnt es ja einfach mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und dann könnt ihr einfach mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet
Und dann wär's es auch hier an dieser Stelle. Ich glaube, das waren alle Reaktionen und das reicht auch für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!